Götze, der Trainer hat gesagt im Interview, kein Tor nach Flanken bisher und ihr seid die Mannschaft mit den meisten Schüssen neben und übers Tor. Mhm. Woran liegt es im Moment? Ich denke, wir haben Anfang der Saison richtig gut angefangen. Ich denke, mit den Flanken, wenn das eine Tor von mir zählt in Hamburg, dann hätten wir schon ein Flankentor. Und ja, es zeigt einfach, dass wir viel schießen aufs Tor. Wir treffen das Tor nicht immer, aber ich denke, wir haben auch in vielen Spielen das Tor halt getroffen und auch da Tore erzielt. Und ich denke, in jedem Bereich kann man sich immer verbessern. Und wenn wir keine Bereiche hätten, wo wir uns verbessern könnten, dann wäre es ja auch nicht so gut. Du bist selber auch super angefangen, super in die Saison gekommen. Dann hat es auch so ein kleines Tal, nicht mehr ganz so. Woran lag es da so ein bisschen? Kenne ich jetzt die Abwehrspieler? Mhm. Hast du selber einfach mal klarkommen müssen mit allem? Oder? Ich denke, wir sind insgesamt als Mannschaft richtig reingekommen. Ich persönlich auch, habe da meine Tore gemacht. Ich denke, danach wurde es für jeden Einzelnen auch ein bisschen schwieriger. Die Mannschaften haben sich besser auf uns eingestellt. Aber nichtsdestotrotz, am Ende der Saison ist klar, dass ein bisschen dann auch die Kraft dann vielleicht in manchen Spielen dann auch gefehlt hat. Aber ich habe dann trotzdem noch wichtige Tore auch für die Mannschaft gemacht. Und hoffe, dass ich dann jetzt in der Rückrunde dann wieder angreifen kann und da direkt wieder treffen kann. Wie war es für dich persönlich, das erste richtige Bundesliga-Halbjahr? Ist viel auf dich eingeprasselt auch, Nationalmannschaft, Olympia-Quali irgendwie im Hinterkopf? Mhm. Ja, war auf jeden Fall ein Jahr oder ein Halbjahr auch in der Bundesliga, was einfach schön war. Die ganze Atmosphäre drumherum war einfach alles super, volle Stadien jedes Wochenende. Du hast dich jedes Wochenende auf den nächsten Gegner gefreut. Und ich denke, in der Rückrunde wird es genauso sein. Wir werden wieder vor vollen Stadien spielen. Wir werden kämpfen, dass wir nicht absteigen. Und ich denke, das macht einfach Spaß. Und ich hoffe, dass ich einfach wie im letzten Jahr da der Mannschaft helfen kann mit meiner Leistung, dass wir dann unser Ziel Klassenerhalt schaffen.